Denk nicht mehr da dran. Du bleibst da. Du wartest jetzt, bis wir alle gehen. Ja? Annie fertig machen. Ich muss mich anziehen. Und dann darf die Wilma raus. Nein? Es ist wie mit Hunden. Hört die gut? Ja, aber reagiert nicht. So. Annie, jetzt mach mal Stiefel an. Das Problem ist, ich habe mal wieder meine Bürste vergessen. Die Bürste, das fällt einem aber immer ein, wenn man das Pferd fertig macht. Bürste vergessen, falsche Bandagen. Ich glaube, den Rest habe ich. Putzzeug wird überbewertet. So, komm, da machen wir mal Sattel drauf. So. Vorhin bin ich schon hier rausgegangen aus der Sattelkammer. Dann haben wir direkt meinen Kopf da oben gestoßen. Oh, achso, das ist mein Putzzeug für den Sattel. Das ist der Miri. Aber wenigstens habe ich schon meine Sättel geputzt. Da sieht man schon einen merklichen Unterschied. Ach je. So. Zack. Im Stall müssen wir mal gucken, dass dieses Pony nicht abhaut. Na? Von dir rede ich, Madame. So, Schatz. Passt? Anyway. So, aber im Zweifelsfall. Das ist. Ich glaube, ob jetzt nur die Schweine da draußen rumlaufen. Oder dieses Tier. Das ist jetzt auch egal. Wilma, komm mal her. Komm her, wir tun mal wenigstens so ein bisschen, als ob wir hier wissen, was wir machen. Komm mal her. So. Annie, was meckerst du? Soll ich es einbinden? Wenigstens etwas gucken kannst. So, ne? Hör mal hier. Hör mal auf. Die ist so unkooperativ schon wieder. Schatz, wir gehen gleich raus. Schatz, was haben wir vergessen? Kekse. Kekse haben wir vergessen. Ich glaube, Wilma ist immer noch nicht glücklich in ihrer Situation. Das hat sie sich anders vorgestellt. Wilma, du wolltest aus der Box raus, jetzt bist du draußen. Ja, Flosse, Genosse. Ja, richtig? Ja, fein. Fein. So, jetzt hol mal eine Bürste und Bastis Besties. Ne? Ja, ja, ich weiß, dass du... Fein. Die ist langweilig. Du willst irgendwas unternehmen jetzt, ne? Hör auf jetzt, sei nicht so aggro. Sei nicht so aggro, sei lieb. Da würde ich sagen, dann renne ich jetzt noch mal schnell zum LKW, hol einmal die Kekse, Bassis Besties und eine Bürste. Sonst sieht die ganz so struppig aus. Und dann haben wir es eigentlich. Boah, eigentlich müsste ich dich waschen. Guck mal, wie du aussiehst. Du siehst aus wie eine Kuh. Bei den Schweinen wird es dir gar nicht auffallen, ne? Neue Freunde. Ich bin gerade überlegt, ob ich eine Schubkarre mitnehme. Nee. Jeder Gang macht schlank. Ich bin mir sicher, ich komme jetzt gleich zurück und dann habe ich wieder was vergessen. Das ist quasi ein Aktivurlaub von mir. Ach Gottchen. Wir reden jetzt nicht drüber, dass da tatsächlich irgend so eine Tür ist, ne? Wir probieren einfach auf dem Rückweg, ob wir da durchkommen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ah,
So. Wir wollten, ganz wichtig, so, die Transportkammer, die kommen jetzt mal hier hin. Genau, das nehmen wir einfach komplett mit. Da haben wir so ein bisschen Putzzeug. Genau, einfach gucken, wo eine Schere ist, ne? Aber das wäre ja zu leicht. Oh Gott. So. Das ist das Allerwichtigste hier. Bassis, Bestis. Ich bin immer damit. Also, dann würde ich sagen, haben wir das grobe eingepackt. Zumindest für den ersten Moment. Also in 5 Minuten laufen wir gleich wieder zum LKW, wenn wir mal wieder was vergessen haben. Ach ja, willkommen in meinem Live. Meine Hater würden jetzt sagen, dir schadet es nichts, ne? Bisschen Bewegen an der frischen Luft ist ja immer was Feines, ne? So. Nö. Wir hatten einen Männer-Talk, Männergespräche. Wir haben die Zeit alleine genossen für den Hundesitter. Packung Bastis Bestis. Die sieht gut, ne? Guck, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn ich dir jetzt Leckerlis gebe, dann schlappert die sich den ganzen Zeit wieder den Mund ab. Hier, kriegst du mal eine Hand voll? Das ist ja ein großes Pferd, ne? Ja, jetzt gucken wir mal. Also ich muss nur noch trennen, dann bin ich fertig. Wie bist du denn so schnell? Ich denke, du hast dein Pferd geputzt. Ja, habe ich auch, aber da waren nur 2 Stellen, die dreckig waren. Ich verstehe das nicht, wenn man neue Bandagen hat, ne? Neue Bandagen bestellt. Warum kann man die nicht bestellen, so ready to go? Einfach mal ordentlich und richtig rum aufgewickelt. Warum muss man die immer? Das ist bestimmt so ein Hersteller, der sitzt da in seiner Ecke, ne? Und denkt sich so, huch, womit kann ich den Reitern auf den Keks gehen? Ja, hat sich irgendeiner einfallen lassen und hat gesagt, so, wir wickeln die jetzt so auf, dass sich die Reiter direkt mal mit unserem Produkt beschäftigen. Trick von mir, ne? So an eure Qualitätssicherung. Sollten bei euch mal Fehler drin sein in den Bandagen, fallen die eher auf, wenn man sie nochmal aufwickeln muss. Bastis Weisheiten, folgt mir für mehr Tipps. Jetzt kommt sie nicht bei und dann macht sie Stress. Ey, das hat man so drin, dass man hier runterziehen will und aufmachen will, die Box. Ne? Ist mir auch passiert. Hast du das Huföl mitgenommen? Nö. Aber na egal. Du kannst es gerne holen. Ich muss hier ein bisschen zumachen, weil sonst Pony direkt weg. Wilma, lass es. Annie. Wilma, komm. Kopf rein. Ich habe doch eigentlich meine anderen Bandagen auch mitgenommen. Ja. Ja, aber wo sind die? Die habe ich zum Trocknen in den LKW gehangen. Ach. Weil die waren irgendwie noch ein bisschen nass. Küsschen. Wird jetzt raus, ne? Annie. Hör mal stehen, Schatz. Geht gleich los. Das ist kontraproduktiv, wenn du mich hier von der Arbeit abhältst. Außerdem. Die Midnight langweilt sich total. Außerdem möchtest du nur Kekse. Ja, die langweilen sich alle. Die macht schon komische Verrenkungen mit ihrer Lippe, weil die sich so langweilt. Guck mal schön in die Kamera. Hm? Also gestern im LKW. Ich dachte, ich wäre viel zu spät. Bist du auch. Deswegen haben wir uns ja Zeit gelassen. So. Die ist wirklich schön sauber geblieben, das muss ich mal sagen. Midnight? Mhm. So ein paar Grasflecken hatte sie und mehr nicht. Nein, Midnight. Wenn man das sieht aus wie so ein geruftes Huhn, ne? So. Deshalb, wir müssten mal Wilma mal so eine Stehmähne machen.
Die ist übrigens wieder voll dreckig. Ja, ich weiß. Also eine Stehmähne. Weißt du, wie die aussieht? Nee. Wie so ein Pressack dann. Ja, so ein Pressack. So, ich brauche erstmal meine Stiefel. Stiefel? Also die Schuhe, die schmeiße ich nachher weg. Ich nehme nachher meine neuen Turnschuhe in Gebrauch. Mir egal, wie die aussehen. Weil die ganze Sohle kaputt ist. Die sind undicht überall. Die sind einfach durch. Aufgrund meiner ganzen Jungpferde habe ich mir zu Hause jetzt das erste Mal in meinem Leben Stahlkappenschuhe bestellt. Und auch gekauft. Weil mir in der letzten Zeit meine Jungs, ja, so oft auf die Füße gelatscht sind, wo ich mir echt gedacht habe, uiuiui, das hätte auch anders ausgehen können. Jetzt habe ich diese Schuhe und jetzt haben sie was ganz Besonderes rausgefunden. Die latschen mir jetzt nur noch auf die Füße, weil ich die nicht anhabe. Ich habe dann im Stall immer, gerade wenn es so heiß ist, habe ich so eine Sportschuhe, wo nur so ein Netz oben drauf ist. Ja? Und ich glaube, das wissen die ganz genau. Weil immer wenn ich die anhab, latschen die mir konsequent auf den Füßen rum. Und wenn ich die Stahlkappen anhab, latscht mir kein einziger auf den Fuß. So. So, wollen wir mal drüber reden, wie schön meine Stiefel geputzt sind. Und das ohne Turnier. Ich habe hier diese Stiefel. Wer mich hier verfolgt, der weiß, was das für ein Drama war, diese Stiefel einzureiten. Aber das ist ja bei allen Stiefeln so. Und die Stiefel von mir, die habe ich normalerweise immer sehr, sehr lange. Ja? Und ja, meine anderen, die waren weitestgehend durch. Beziehungsweise mussten jetzt wieder repariert werden. Die habe ich immer noch, die habe ich auch reparieren lassen. Ja? Aber die sind jetzt geputzt, repariert bei mir im Schrank. Jetzt ziehe ich nur noch die an, weil die bequem sind. Auf jeden Fall hatte ich mir überlegt, neue Stiefel zu holen. Und dann habe ich geschaut. Und so von diesen ganzen bekannten Herstellern, ja, die ordentlichen Stiefel, die fangen ja so 500, 600, 700, 800 Euro nach oben keine Grenzen hin an. Aber der Hersteller von diesen Stiefeln, der kommt aus Ungarn. Und maßangefertigt. Ja? Meine lieben Hersteller, das geht auch so, kann ich euch sagen. Die sind saubequem. Und ich habe mir direkt zwei Paar von den Stiefeln bestellt. Echt Leder übrigens. Ja? Und habe nicht so viel bezahlt wie für ein paar von den renommierten Stiefelherstellern, die wir hier in Deutschland haben. Und die kamen zu mir zum Ausmessen. Lieferung frei Haus. Ich bin zufrieden. Aber ich habe mir gesagt, ich werde bei keinen Stiefeln mehr in meinem Leben den Reißverschluss vorne machen. Das ist wieder so eine Sache, die sieht einfach schick aus. Ist aber so unbequem, wenn man sich gerade im Winter mit so ein paar Klamotten immer wieder nach vorne beugen muss und einem alles hier in den Bauch reindrückt, man gar nicht runterkommt, ist es deutlich bequemer, wenn man den Reißverschluss hinten hat. Mhm. Zwei, komm. Hallo. Mach gar nichts hier. Die guckst du den Enten. Komm hier. Zwei, komm. Okay. Hi. Dieser Kaffee und diesem. Ne? Kleines Pony. Kleines stickes Pony. Lass mich raus. Ich will raus hier. So, geh gleich los, Schatz. Komm, kriegst du noch einen Keks? So, bitteschön. Also. Komm, Annie. Mit. Willst du mal die Enten sehen? Oder kriegst du dann gleich die Krise? Ich schätze. So, warten auf Miri. Ne? Schon wieder warten. Bist du eigentlich schon wieder am Meckern, Schatz?
So schlimm ist es doch gar nicht. So, guck mal, da ist ein Aufstiegshocker. Wenn man kann. Der hat auch seine Bestzeiten. Hallo. Oh, die Annie. Ist aber wach. Hä? Die ist aber wach, die Mitnacht. Hallo, die wird gleich von den Annie. Die wird gleich von den Laufenden angegriffen. Oh, die kriegt einen Stein in der Nacht. Pony weigert sich auch. Was? Ich sag, Pony weigert sich auch. Ah. Guck mal, Annie. Dressurplatz, wie jeder andere auch. Aber es fisselt ja nur noch. Ist ja gar nicht so. Nee, ist gar nicht so schlimm. Das ist das Gute. Oh, die Wilma ist voll wild. Ja, die ist jetzt wild. Wilma ist wild. Ne? Eine war es. Ja, pff. Also ich habe gesagt, zumindest mal in der S-Dressur. Alles andere ist halt immer so eine Sache mit Piaf, Passage und dem Pony nebenher und den Einerwechsel und so, ne? Aber ich brauche irgendeine Lösung, die beim Reiten wie ich das mache, ohne viel Aufwand. Wilma hier? Ups. Genau. Komm. Nein. Dass sie die Hand wechselt. Weil vorne rum geht nicht. So ist fein. So, Wilma läuft ja generell sowieso lieber in. Ja, das Problem ist, wie mache ich das? Wilma, Seitenwechsel, komm. Ich brauche da zu lang dafür. Hast du eine Idee? Sie redet nicht mal mit mir. Ach, du redest mit mir? Was denn? Ich dachte, du redest mit Wilma. Pass auf, ich will ja eine Aufgabe reiten. Ja. Aber mit gewissen Sachen stört mich das Pony auf einer Seite. Ja. Und ich will in der Aufgabe einen Handwechsel. Ja. Aber ich kann ja nicht immer die Züge in einer Hand mich hier verrenken. Und gucken, dass dieses Pony, Wilma, das checkt. Ja. Fein. Da muss er einfach die Zügel loslassen und so machen hinten. Super Idee. So, ihr Lieben, erster Tag hier auf dem Rehhof. Wir sind angekommen. Der Tag geht soweit zu Ende. Wieder das beste Wetter haben wir mitgenommen. Ja. Aber das sind die Anhängsel, die wir einfach von zu Hause mitgenommen haben anscheinend. Morgen soll es ja besser werden. Aber Wetter ist egal. War ein cooler Tag, schönes Wetter. Wilma, bleib hier. Den Pferden gefällt es, glaube ich, auch soweit. Und dann schauen wir mal, was uns die Woche hier noch so alles erwartet. Ja? Wilma? Nein? Nicht gut?
Ja, du willst nur Blödsinn machen, ne? Aber wir gehen jetzt wieder in die Box. Ja, doch, 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 komm. Abmarsch. Ha 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 ha.